Hallo Cars-Fans und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir zum Thema Cars. Heute habe ich mal wieder ein 2013er Zweierset für euch, und zwar ist das Zweierset Tub Spacer mit Sprühfarbe oder auch Tub Spacer with Paint Spray und Tolga Trunkov. Der Tub Spacer ist die Nummer 6 von 7 und der Tolga Trunkov die Nummer 7 von 7 aus der Lemon-Serie. Hier nochmal wie immer der kleine Blick auf die Rückseite der Verpackung. Hier sind die beiden Modelle mit ihrem Namen in verschiedenen Sprachen nochmal abgebildet. Nur so nebenbei bemerkt, die 2013er Zweiersets werden in Deutschland für 15,99 Euro verkauft. Das ist 1 Euro mehr wie die 2012er Zweiersets. Das hier möchte ich jetzt gerne mal auspacken und dann schauen wir uns das mal näher an. Hier sind die beiden Modelle jetzt mal ohne Verpackung. Die Modelle bestehen aus Metall und Kunststoff, sind im Maßstab 1:55 und der Hersteller ist Mattel. Beide Charaktere stammen aus Cars 2. Diese Version von Tub Spacer kommt erst so ziemlich am Schluss des zweiten Cars-Films vor, und zwar in der Szene, als in London alle Gurken verhaftet werden sollten. Tub Spacer versucht natürlich zu fliehen und wird von Ramon daran gehindert, indem er von ihm eine Ladung Farbe ins Gesicht gesprüht bekommt. Tolga Trunkov ist noch einer von den besser erhaltenen Gurken. Er versucht immer seinem Chef zu gefallen und ist natürlich absolut loyal ihm gegenüber. Kommen wir zur Verarbeitung. Anfangen möchte ich gleich mal mit dem Tub Spacer. Die Karosse vom Tub Spacer ist aus Zinkdruckguss inklusive der Frontscheibe. Die Front, wo der Mund drin sitzt, und die Stoßstange, auch die Rückspiegel und die Heckstoßstange. Das ist komplett Kunststoff. Auch die Räder sind aus Kunststoff und sind frei beweglich. Der Unterboden ist hier auch wieder genietet, vorn und hinten. Und das komplette Dekor, der Farbstreifen, Augen, Scheinwerfer, der kleine Pacer-Schriftzug, auch die Rückleuchten und das Nummernschild, ist komplett alles aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Weitermachen möchte ich gerne mit dem Tolga Trunkov. Auch hier ist die komplette Karosse aus Zinkdruckguss, inklusive der Frontscheibe und der Front. Selbst die Frontstoßstange ist fest mit der Karosse verbunden, ist aus Metall. Die Heckstoßstange ist aus Kunststoff, genauso wie der Rückspiegel. Das Fahrzeug hat ja nur einen. Die Räder sind auch aus Kunststoff, sind natürlich auch hier wieder frei beweglich. Der Unterboden ist auch hier genietet, vorn und hinten. Dekor hat er ja keins weiter, hat er nur die Scheinwerfer, dann das kleine Logo, die Blinker an den Seiten, Zierstreifen, Rückleuchten und Nummernschild. Das ist alles komplett aufgedruckt und keine Aufkleber. Im Anschluss jetzt könnt ihr euch die beiden Modelle natürlich nochmal genauer anschauen. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und vergesst bitte das Abonnieren nicht. We'll be right back.